Das Baustellenmagazin. Ja, heute mal wieder ein Video aus Stuttgart. Mal gucken, wie weit ich komme. Jetzt haben wir 2 Stunden fährt mein Zug wieder zurück. Also, ich stehe jetzt hier in BA9 und jetzt hören wir mal hier den Anfang von der Bahnhofshalle. Und hier sieht man, dass diese Wand mittlerweile, die Außenwand mittlerweile betoniert wurde. Also hier in diesem Bereich. Das letzte Stück muss man allerdings noch machen. Und hier bei K28, da wird langsam der Armierungsstahl immer mehr. Ja, und hier bei SK24, da war ja letztes Mal, wo ich hier gefilmt habe, noch nichts gewesen. Jetzt hat man hier Armierungsstahl reingebracht. Dann gehen wir mal ein Stück rüber. Hier in BA10 wurde die Deckenplatte vom Revisionskanal betoniert. Hier dauert das Ganze noch ein bisschen. Da wird jetzt dann erstmal armiert, also eingeschaltet haben sie jetzt hier. Und hier vorne tun sie gerade noch weiter ausheben, und ich bin vorher vom Hubert gefragt worden, weil ja da keine weil man da keine Gründungsfehle sieht. Ja, die kommen ja erst später, und dann habe ich ja erklärt, dass man da schon mal die Rampe weggemacht hat, um Gründungsfehle zu setzen. Also im ganzen BA10 sind überall schon Gründungsfehle drin. Man braucht einen Schlüssel auszuheben. Und dann kann man hier die Bodenplatte armieren. So, und hier hinter ja jetzt was eingeschaltet. Der Hubert konnte sich nicht vorstellen, was das ist. Aber jetzt gestern in seinem Video habe ich gesehen, dass da ja Armierungsstahl nach oben steht. Also das ist definitiv für die Galeriestütze, wo da hinkommt. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, also hier beim Kehrtunnel, da tut sich was. Bis Hubert, man sieht sich. S21 Baute V sagt Tschüss, Himmel. Genau. Bis dann. Liebe Grüße vom Hubert sollen ausrichten. Ja. Und hier hat man jetzt eingeschottert, und jetzt ist man hier unten noch am Ausheben alten Asphalt raus. Da zoome ich mal rein, weil jetzt aus der Nähe will ich die Leute nicht filmen. Also hier kann man sehen, dass sie hier den Asphalt rausnehmen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, der Notausgang hier für Bahnsteig 3 hat jetzt auch mittlerweile die Schweißbahn bekommen, und die ersten Bahnen liegen auch schon. Und dann schauen wir jetzt mal hier Notausgang 2 für Bahnsteig 2. Auch hier schon die Schweißbahnen dran
Und auch hier die ersten Bahnen Vlies sind drin. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, und hier gibt es eine neue Fahrbahnmarkierung mit dem Verlauf. Und da schauen wir mal weiter vor und dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt bin ich hier beim U-Bahn-Tunnelbau im Hauptbahnhof zur Staatsgalerie. Wie wir jetzt hier sehen kann, hier vorne dieser Abschnitt ist mittlerweile betoniert. Und jetzt muss ich eigentlich praktisch dann nur noch hier den Anschluss machen. Ja, und dann da hinten den Anschluss noch machen. Und da habe ich mich mit dem Hubert unterhalten vorher. Da habe ich gesagt, ich glaube, dass sie den Anschluss erst machen, wenn sie jetzt hier den Anschluss gemacht haben. Dann werden sie den Anschluss da hinten machen. Und dann wird das fertig hier. Ja, und hier drüben gehen die Abrissarbeiten weiter. Also ich denke mal, dass hier noch ein Stück Bodenplatte drin ist, dass sie das abreißen. Und da habe ich mich auch mit dem Hubert drüber unterhalten, was mit den alten Tunnel ist, die dann hier noch sind. Ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe ja gesagt, ja, hier vorne ist ja der Anschluss zur neuen Stammstrecke, sage ich mal. Also auf der anderen Seite ist offen und hinter mir genauso. Und da weiß man jetzt halt nicht, ob die SSB dieses behält, um vielleicht mal noch ein zweigleisiges Abstellgleis hinmacht. Auf der anderen Seite genauso. Dass man das einfach lässt. Aber wie gesagt, das muss man jetzt alles sehen. Und jetzt auch hier unter der Kreuzung hier am Gebhard-Müller-Platz weiß man jetzt natürlich auch nicht, ob das der Tunnel da bleibt oder nicht. Also wie gesagt, das muss man alles sehen. Aber das sind Nebenschauplätze, die interessieren jetzt keinen. Jetzt ist wichtig, dass hier diese Bereiche, wo der Bahnhof gebaut wird, dass das fertig wird. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Schaupunkt. Also, auf dem Gleitner steht. Also, bis gleich. Ja, für alle, die neu auf meinem Kanal sind. Also, hier drüben ist der Anschluss an den Stadtbahntunnel. Und der wurde jetzt hier gebaut. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, hier ist die kleine Seitenwand schon betoniert oder am Zwischenangriff hier. Verzweigungsbauwerk und hier ist schon die Seitenwand armiert. Und hier unten haben sie jetzt die Bodenplatte armiert. Und auch die kleine Seitenwand. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja,
So, jetzt habe ich euch ja wieder mitgenommen. Na ja, gut, ein paar Meter. Also, jetzt drücken wir mal hier auf K7. Also, der ist ja jetzt schon fertig armiert. Und die seitliche Schalung ist auch schon dran und ganz komplett bis zum Schluss. Also, ich denke mal, hier wird demnächst Beton fließen. Vielleicht am Samstag. Schauen wir mal. Also, dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, und hier wird auch wieder was abgespitzt. Und zwar ist es da, wo der Tunnel dann rüberläuft von der U-Bahn über den Nesenbach-Düker. Ja, da müssen wir anscheinend auch noch was abspitzen. Also, aber ich kann leider von hier aus nicht einsehen, was sie abspitzen, aber sie spitzen hier etwas ab. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt mal noch ein Blick von hier aus auf K7. Also hier sieht man, dass da jetzt schon absolut viel Eisen drin ist. Und ich würde mal sagen, sie sind auch fertig. Das heißt, hier könnt ihr jetzt dann am Wochenende Beton fließen. Aber schauen wir mal, manchmal sieht es doch anders aus, als es überhaupt ist. Und ich kann auch noch keine Rüttler sehen. Vielleicht auf der Webcam sieht man es vielleicht besser. Ah doch, ich sehe schon Rüttler. Die liegen schon dran. Aber wie gesagt, sind schon oft Rüttler angelegen, aber dann haben sie doch nicht betoniert. Lassen wir uns überraschen. Schauen wir mal. Also, bis gleich. So, jetzt habe ich zu früh wahrscheinlich drauf gedrückt gehabt. Also jetzt mal noch einen Blick in die A21. Also die ersten Armierungsstähle liegen hier schon drin. Und was mir bis dato nicht aufgefallen ist, Leute, wenn man sich mal hier die Bohrpfähle anschaut, sind ja überall Bohrpfähle in zweier Reihung angebracht. Und hier sieht man nur auf der rechten Seite Bohrpfähle. Und dann hier vorne bei BA22. Und dann hat aber noch keiner gefragt, wo sind eigentlich hier Armierungspfähle. Ja, die zeige ich euch jetzt. Also dort unten sind drei einzelne Armierungspfähle und das heißt, dass hier praktisch zwei Tunnel zu einem laufen, aber man muss ja hier in dem Abschnitt von 7 auf 6 kommen, weil ja da drüben sind ja 5 Tunnel
zwei große und drei kleine. Also muss man hier ja logischerweise auf 6 kommen, dass man bei BA 25 auf 2 Tonnen runterkommt. Also, das heißt, hier werden dann 6 Tunnel entstehen. Ja, und die sind jetzt hier gerade am die Bodenplatte am Jürgen. Also hier warst du dir. Ja, und die Schalung da drüben, die steht jetzt natürlich auch in richtiger Stellung. Ja, und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, hier sind sie gerade dabei, die nächsten Bohrpfähle freizulegen. Also Gründungspfähle freizulegen. Und sind auch fast fertig. Also das ist wahrscheinlich nur noch der eine, wo man hier jetzt hier im Bild sieht. Und dann sind wir hier soweit fertig, die Bohrpfähle freizulegen. Und das ist dann gleich. So, die letzten paar Meter Aushub sind auch angebrochen. Also hier hinten kann man schon die Armierungspfähle sehen, beziehungsweise die Gründungspfähle. Ja, und hier braucht es einfach noch also 3-4 Meter, sage ich mal, und dann ist man auf der Höhe. Also das wird nicht mehr so lange dauern. Und da hinten wird noch ein bisschen Spritzbeton angebracht. Ja, und hier dieser Bereich ist ja für die Rohre, die ja da gelegt werden. Und der Aushub geht alles mit dem Longphone-Bagger hier. Also, hier geht es stetig voran. Und ich denke mal, dass hier unten, wo man jetzt die Betonbrocken noch sieht, von den Gründungsfällen, dass hier demnächst diese Woche noch die Sauberkeitsschicht reinkommt, und dann wäre der Bereich komplett fertig. Ja, und dann geht es um die nächsten Meter. Also Stück für Stück. Da drüben wird schon armiert für die Bodenplatte, und hier wird noch die letzten paar Meter rausgenommen. Da würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt mal ein Blick auf B2 und hier heute mal richtig. Also hier wird jetzt auch fleißig armiert. Und hier sieht man ja auch, wie viel schon Armierungsstahl drin ist. Da ist fast die Schalung nicht mehr zu sehen. Und hier ist der Anschluss an R4. Also auch dort ist schon relativ viel Armierungsstahl reingeflossen, sage ich mal. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann werden wir noch einen Blick ein bisschen weiter runter vom B2. Und da sieht man auch schon einiges an Armierungsstahl. Also das schaut sehr gut aus. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt mal ein Blick noch auf die Schwinggasse
10. Also da ist jetzt die Seitenwand und das kleine Stück oben drauf von der Schwindgasse mittlerweile betoniert worden. Und dann gehen wir mal jetzt hier rüber auf K17. Die ja jetzt mittlerweile vollständig ist. Ja, und hier finden ja gerade noch Abschleifmaßnahmen statt. Also für alle, die neu dazugekommen sind, die Schalungssätze muss man immer abschleifen, weil sie entweder kleine Löchlein haben können oder noch Betonreste dran sein können von der vorigen Betonage. Deswegen muss man die immer vor jedem nächsten Gebrauch einmal abschleifen. Und hier kann man sehen, wie das Ganze vonstatten geht, beziehungsweise sie sind schon fertig. Das ist ein Hochdruckreiniger. Und hier drüben sind sie gerade noch dabei, da sieht man den Schleifschraub noch. Also, dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, mit dem Blick auf K17 möchte ich mich heute von euch verabschieden. Sage Dankeschön. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte wie immer einen Daumen da. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, hier unten kann man ihn jederzeit kostenlos abonnieren. Hier rechts drüben gibt es ein Glöckchen, wenn man das anklickt und auf alle geht, bekommt man eine Nachricht, sobald ich ein neues Video hochlade. Ja, und Kommentare einfach unten in die Kommentarleisten rein. Und jetzt noch, bevor ich das Video beende, es gibt eine neue Spendennummer per PayPal. Also wer mir was spenden möchte, ich tue das dann heute Abend, wenn ich zu Hause bin. Oder, na gut, es ist abends, wenn ich zu Hause bin. Also ich habe sie unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und wer möchte, kann mir dann dort auf diesem PayPal-Konto eine kleine Spende für meine Arbeit hier hinterlassen. Weil ihr wisst, man kann nicht sehr viel verdienen mit YouTube, aber wenigstens ein bisschen was. Und hier drüben sieht man auch zufällig gerade einen mit dem Schleifgerät, den fange ich natürlich gleich noch zum Teilen für euch. So, mit diesem Bild möchte ich mich dann endgültig von euch verabschieden. Sage danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wie immer, bitte bleibt mir gewogen. Und Leute, was wichtig ist, bitte bleibt gesund oder werdet gesund. Und ich sage dann tschüss aus Stuttgart. Bis zum nächsten Mal. Am Mikro war wie immer der Hemme. Und ich sage für euch ciao.